Moin aus Hamburg, willkommen auf dem MyProtein-Kanal. Ich komme vom Kanal Lifestyle Elevator und ich bin Personal Trainer und werde jeden Tag, wirklich jeden Tag gefragt, wie kriege ich endlich ein Sixpack, was muss ich dafür tun, welche Bauchübungen muss ich dafür machen, und meine Antwort ist immer die gleiche: Der Sixpack wird tatsächlich in der Küche geformt, in der Küche. Jetzt fragt euch natürlich, warum in der Küche? Ich muss doch irgendwie mich bewegen und die Bauchmuskulatur bewegen, damit ich irgendwie ein Sixpack bekomme. Nein, also Grundvoraussetzung für ein Sixpack ist die Kalorienbilanz. Kalorienbilanz, für die, die es noch nicht wissen, heißt, wir nehmen Kalorien auf und wir verbrauchen Kalorien. Das heißt über Training, über Bewegung und wir essen natürlich. Und um Sixpack zu kriegen, müssen wir unser Körperfett einfach über der Bauchmuskulatur so niedrig runterfahren, dass die Bauchmuskulatur sichtbar wird. Und Körperfett verlieren wir nur über ein Kaloriendefizit. Das heißt, wir müssen mehr Energie verbrauchen, als dass wir es zuführen. Das heißt, entsprechend müsst ihr gucken, was geht rein. Das meine ich mit der Küche. Was essen wir? Wie viel essen wir? Und wie viele Kalorien kommen rein? Dann schauen wir, okay, wie viel bewege ich mich? Kaloriendefizit, Körperfett schmilzt und der Sixpack kommt. Also, es bleiben euch zwei Möglichkeiten, nun dieses Energiedefizit zu erreichen. Entweder ihr bewegt euch mehr, ihr trainiert mehr, ihr macht mehr Schritte etc. Das heißt, euer Energieoutput wird potenziell immer höher. Der Input bleibt vielleicht gleich, aber ihr habt natürlich mehr Kalorien verbrannt, als dass ihr sie zugeführt habt, und das Körperfett wird schmelzen. Variante Nummer zwei ist, ihr könnt natürlich den Energieintake, das heißt das, was ihr esst, runterfahren. Das heißt, ihr esst weniger Kalorien, vielleicht weniger Kohlenhydrate, weniger Fett, vielleicht auch weniger Eiweiß. Das ist nicht das Entscheidende, was ihr nun weniger esst, sondern es kommt darauf an, dass ihr wirklich, ja, das Kaloriendefizit über das, was ihr an Nahrung zuführt, erhöht. Das heißt, ihr habt vielleicht jetzt 2500 Kalorien gegessen, esst jetzt nur noch 2000, schon habt ihr 500 eingespart. Und wieder wird dieses Kaloriendefizit größer, entsprechend wird Körperfett schmelzen, oxidieren und der Sixpack wird langsam sichtbar. Und wer jetzt den magischen Weg sucht, doch eine Abkürzung zu finden über Fettburner, über irgendwelche Pillen, über verschiedene Supplements oder über vielleicht auch das Weglassen der Kohlenhydrate. Leute, es gibt keine Abkürzung, Fettburner funktionieren nicht wirklich. Das sind alles Sachen, die nur funktionieren, auch wenn ihr Kohlenhydrate weglasst. Das funktioniert halt wirklich nur, weil ihr die größte Menge an Kalorien, die über Kohlenhydrate bei uns sozusagen zugeführt werden in der westlichen Welt, weglasst und das Kaloriendefizit wieder riesengroß wird. Und auch ein Fettburner funktioniert nur, wenn das Kaloriendefizit sowieso schon da ist. Dann gibt es vielleicht so 0,0000 irgendwas, was vielleicht ein bisschen die Fettverbrennung ankurbeln kann. Aber Priorität ist Nummer eins, ist einfach, guckt, dass ihr euch viel bewegt, guckt, dass ihr euren Energieintake, das, was ihr reinbekommt, ungefähr auf dem Zettel habt. Und dann werdet ihr auch endlich den Sixpack bekommen, den ihr schon lange wollt. Es ist alles eine Frage des, ja, das, was ihr reinsteckt und wie konsequent ihr das Ganze umsetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr endlich euren Sixpack haben wollt, dann, wie gesagt, befolgt diese kleinen Tipps, die ich euch eben mitgegeben habe. Wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut euch die anderen Videos auf dem MyProtein-Kanal an. Und ganz wichtig, abonniert den Kanal, freuen wir uns enorm. Und dann sehen wir uns schon im nächsten Video wieder, wenn es wieder um Sixpack, Essen und um ganz viel Fitness und vielleicht auch Supplements geht.